Ich möchte euch heute mal einen Tipp geben, der bei mir in sehr vielen Lebenslagen sehr viel Druck und Anspannung rausgenommen hat. Bei mir als Alpenperfektionisten, der ich bin. Ja, vielleicht hilft euch das ja auch in der einen oder anderen Situation, die in euch Druck erzeugt. Wie zum Beispiel, die hatte ich massiv, diese Situation, die dann zu meinem Tinnitus geführt haben oder zu meiner Derealisation, Depersonalisation geführt haben, weil ich einfach dadurch ganz viel innere Anspannung, Leistungsdruck und sowas hatte. Und zwar eine ganz einfache Sache. Manche von euch kennen das vielleicht als Pareto-Prinzip, manche kennen das vielleicht als 80-20-Regel. Ja. Ich will auch gar nicht zu weit drum rumreden, wie das Ganze entdeckt, erfunden oder sich ausgedacht wurde oder sowas. Ich habe die blöde Angewohnheit, dass ich bei allen Dingen, die ich tue, absolute Perfektion anstrebe. Ich will immer alles zu 100% erledigt haben und zu 100% optimal haben. Vielleicht kennen das unter euch auch die Musiker, ja, die wie ich Musiker sind, die bis zum Letzten an einem Musikstück feilen, bis das absolut rund ist und für die eigenen Ohren perfekt ist und alles super passt. Und die auf Arbeit vielleicht alles perfekt machen wollen und die Aufgabe bis ins kleinste Detail perfekt erledigen wollen. Oder die in der Schule oder Hausarbeit oder was auch immer im Studium alles optimieren und ausarbeiten wollen und perfekt machen wollen, so gut wie möglich machen wollen. Und ich habe gemerkt, dass mir das nicht gut tut. Und deswegen habe ich in sehr vielen Lebensbereichen, in denen ich das als sinnvoll empfunden habe, mir abgewöhnt, Dinge so gut wie möglich zu machen, sondern nur noch so gut wie nötig zu machen. Und ich habe festgestellt, dass dieses Pareto-Prinzip, diese 80-20-Regel, mir dabei hilft, weil ich mir nämlich angewöhnt habe, die Dinge zu ungefähr 80% perfekt zu machen. Ich habe nämlich gemerkt, dass diese 80% diese 80% eine Aufgabe erledigen, ungefähr 20% der Zeit benötigen. Und wenn ich dann noch die restlichen 20% Perfektion erreichen will, brauche ich nochmal 80% der Zeit. Und das hat für mich keinen Sinn mehr gemacht irgendwann. Und deswegen habe ich mir angewöhnt, Dinge an den Stellen, wo es passt, so gut wie nötig statt so gut wie möglich zu machen. Zum Beispiel auf Arbeit. Das ist bei uns generell eine Regel auf Arbeit, dass wir Dinge so gut wie nötig machen. Ist einfach eine Kosten-Nutzen-Frage, eine Zeitfrage auch. Ja. Zeit kostet Geld, ihr wisst, wie das ist in einem Job, in einer Firma. Ja. Deswegen haben wir da generell zum Beispiel auf Arbeit diese Bestrebung, alles so gut wie nötig zu machen, nicht so gut wie möglich. Das reicht vollkommen aus. Bei fast allen Dingen, die wir tun, reicht das vollkommen aus. Und das habe ich mir dadurch sehr angeeignet und mache deswegen diese Dinge nur noch so gut wie nötig und brauche nur noch 20% der Zeit, die ich normalerweise gebraucht hätte, wenn ich sie so gut wie möglich gemacht habe. Ja? Und das habe ich auch in vielen anderen Dingen gemacht. Guckt mal dieses Video an. Ich sitze hier, ja, das wackelt, meine Kamera stabilisiert es halbwegs, aber ich sitze hier mit einem mobilen Gerät, mit dem ich mit einem alten Smartphone, weil ich kein neueres habe, mit dem ich hier draußen, weil ich hier gerne bin, ein Video aufnehme. Das wird zu Hause nochmal kurz vom Ton nachbearbeitet und vielleicht ein bisschen zurechtgeschnitten, wenn ich fünfmal zu viel gesagt habe oder zwischendurch husten oder niesen musste. Ja. Aber ich baue hier jetzt keine Lampen auf und keine komplizierten Mikrofone oder mache mir da noch stundenlange Arbeit drumherum, sondern es reicht vollkommen, um die Informationen rüberzubringen, die ich rüberbringen möchte, das so einfach zu halten. Das spart mir 80% der Zeit. Ja? Ich könnte jetzt noch die restlichen 20% Perfektion da rausholen, würde aber wahrscheinlich nicht mehr Informationen rüberbringen, würde aber 80% der Zeit benötigen statt 20. Ja? Deswegen habe ich mir kein Studio eingerichtet, mache da nicht irgendwas Komplexes drumherum, um die Videos noch super auszuleuchten. Ihr seht, ich sitze hier im eine Abenddämmerung, ja, und ihr versteht mich trotzdem und ihr kriegt die Info trotzdem, ist vollkommen ausreichend sozusagen. Das nimmt eine ganze Menge Druck raus, weil es auch eine ganze Menge Zeit spart. Ja. Es gibt Bereiche in meinem Leben, in denen mache ich das nicht. Da möchte ich das auch gar nicht machen, zum Beispiel Musik. Ich schaffe es in 20% der Zeit, 80% des Songs fertig zu machen oder einen Song zu 80% meiner Zufriedenheit fertigzustellen. Und ich werde dennoch weiterhin diese anderen 80% der Zeit investieren, um die letzten 20% des Songs zu schleifen und zu perfektionieren. Die Musiker unter euch oder generell
vielleicht Leute, die sich auf irgendeine andere Art und Weise künstlerisch betätigen, die können das vielleicht nachvollziehen. Oder wenn man ein Hobby hat, wo man sehr viel Herzblut reinsteckt oder sowas, ja. Ob das Modellbau ist oder was auch immer ihr so macht, ja. Da ist einfach so der Drang da vermutlich bei euch, das letzte bisschen noch rauszuholen und das wirklich perfekt zu machen, ja. Und ich kann das absolut nachvollziehen. Und da ist das auch für mich etwas Zufriedenstellendes, etwas Positives. Da entsteht nicht dieser negative Druck, dieser Leistungsdruck oder dieser Zwang, das absolut perfekt fertigzustellen, sondern das ist was Schönes, das zu perfektionieren. Das ist für mich was Angenehmes. Aber in den Lebensbereichen, wie zum Beispiel Arbeit, also mein Angestelltenverhältnis, wo ich bin, mein Vollzeitjob sozusagen, über den ich übrigens meinem anderen Video, kann ich euch gar nicht verlinken, ist nur für Kanalmitglieder. Aber falls ihr das mal sehen wollt, so meine Arbeit, was ich da so mache, oder hören wollt, was ich da erzähle, was ich da so mache, dann guckt mal in die Videos, die für Kanalmitglieder sind, da habe ich mal darüber gesprochen. Aber da mache ich das zum Beispiel. Oder in vielen anderen Lebensbereichen einfach. 80% reicht oftmals vollkommen, um eine Information rüberzubringen wie hier, um eine Arbeit zu erledigen, mit der alle zufrieden sind und sowas. Ja? Also guckt am besten mal, ob es bei euch auch so eine Stellen gibt, so eine Situation im Leben, wo ihr sagt, Mensch, da setze ich mich vielleicht zu sehr unter Druck, weil ich es absolut perfekt machen will, habe aber selbst vielleicht gar nicht den Anspruch und andere vielleicht auch nicht. Und euch wird bewusst, Mensch, mein Chef will das gar nicht so optimal haben. Der ist viel glücklicher, wenn ich 80% weniger Zeit da reinstecke, die ich dann in andere Sachen reinpacken kann wiederum. Ja? Also das kann auch andere Vorteile wieder schaffen sozusagen. Da muss man immer mal ein bisschen gucken. Manchmal ist man sich dessen gar nicht bewusst und haut da 100% raus und braucht das eigentlich gar nicht und macht sich damit wahnsinnig viel Druck. Ja? Guckt mal, ob ihr da vielleicht auch so eine Stellschrauben sozusagen im Leben habt, bei Job und Co., wo ihr da noch was ändern könnt. Und ihr könnt auch gerne mal, wenn ihr möchtet, mir das unter dem Video in die Kommentare schreiben. Vielleicht entdecke ich ja bei mir auch noch so ein paar Sachen, wo ich das machen kann. Oder andere, die da unten lesen, entdecken auch so kleine Denkanstöße, wo sie dann feststellen, ja, da in der Lebenssituation, in der Lebenslage könnte ich vielleicht wirklich mal ein bisschen zurücknehmen, was das betrifft. Oder hier könnte ich mal ein bisschen was optimieren oder da kann ich ja eigentlich die Hälfte der Zeit einsparen und muss mich gar nicht so unter Druck setzen, mir gar nicht so einen Stress machen. Ja? Also versucht vielleicht mal den inneren Perfektionisten, Schweinehund, so ein bisschen sein zu lassen, ja? Sondern ihn nur bei den Dingen benutzen, bei denen ihr ihn auch benutzen wollt, weil es euch gut tut, wie zum Beispiel bei mir, bei der Musik, das der Fall ist. Ja? Oder bei euren anderen Hobbys, die ihr macht. Gartenarbeit zum Beispiel fällt mir da ein. Das kann ich mir vorstellen, ist bestimmt so ein Ding, das macht man gerne zu 100% und genießt das auch, wenn man sich dann zurücklehnt und da sitzt und ach, das war es wert, nochmal 3/4 der Zeit hinten ran zu investieren, um diesen schönen Garten hinzukriegen. Ja, ja. Da macht ja auch die Arbeit selbst vermutlich Spaß. Ich sehe das an meiner Mutti, wenn die in ihrem Garten ist. Die geht da total auf und genießt das fix und alle danach, aber sie genießt das. Und genießt das auch danach und zeigt mir das auch. Muss ich mir ganz oft den Garten angucken. Aber ich mache das gerne, weil ihr das Freude bereitet. Und ich wertschätze das, dass ihr das so einen Spaß macht. Und gucke mir das natürlich auch gerne an. Nicht Mutti, wenn du jetzt zuguckst, du weißt Bescheid. Ich gucke mir das gerne an. Macht's gut.